Touch 1 ist der absolute Basiskurs. Erstens lernt man geschichtlich auch, wo kommt es her, was sind die Ursprünge, wie setzt sich das zusammen, wie ist es Kinesiologie zu verstehen, wie ist auch das Muskeltesten zu interpretieren. Und dann ist es im Touch 2 und 3 so, dass man das dann bis auf 42 Muskeln eben erweitert. Das heißt, man hat schon nach diesen drei Kursen die Möglichkeit, 42 Muskeln am System kinesiologisch zu überprüfen, liegt hier quasi eine Blockade, also eine Über- oder Unterenergie vor und kriegt auch gleichermaßen direkt die Korrekturmöglichkeiten an die Hand. Das heißt, man hat wirklich ein System nach diesen drei, vier Kursen, wo man sagen kann, damit kann man schon wirklich gut in der Praxis dann auch tätig werden oder wunderbar auch präventiv für sich zu Hause, seine Familie und Bekannte. Genau, das ist noch wichtig, weil die Frage ist ja, wofür brauchen wir es? Und es ist ja schon der Name, gesund durch Berühren. Also es hat viel mit Bewegung, Muskeltesten zu tun, viel mit direkt am Körper auch Korrekturen anwenden. Und dadurch, dass wir so viel Wissen mit reinnehmen, wir haben die Akupressur mit drin, wir haben die Ernährungslehre mit drin, wir haben Chiropraktik mit drin, wir haben die Lehre der Bewegung, also die Kinesiologie als solches mit drin. Und das ist eben schon so ein rundes Paket und es ist eben geschichtlich auch die absolute Basis für weiterführende Kurse. Also auch das ist häufig die Grundlage für viele weitere Systeme in der Kinesiologie und auch häufig eine Voraussetzung, um weitere Module zu besuchen. Okay, also ist es mein absoluter Einstieg, kann mein erster Einstieg in die Kinesiologie sein, wenn ich es gerade mal aussprechen kann und richtig schreiben kann, ist ja wirklich TFH1. Ja, also das ist so der klassische Einstieg in die Kinesiologie, Touch for Health. Es ist absolut einsteigerfreundlich. Man lernt quasi den Muskeltest von der Basis an. Also man muss nichts an Wissen mitbringen, sondern lernt sozusagen wirklich das Anfangszeug und auch das, was es braucht, um dann sich in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln. Weil es sehr allgemein auch gehalten ist. Es ist noch nicht spezialisiert, sondern es erklärt erstmal das Fundament der Kinesiologie und hat eben schon sehr viel Wissen schon mit drin, wo man dann sich natürlich dann danach auch gut spezialisieren kann in verschiedene Fachrichtungen. Aber da gibt es dann viele Richtungen und wir am IHK haben natürlich auch ein großes Angebot an verschiedenen Kinesiologiesystemen. Aber was auch häufig in Deutschland am Markt und auch international ist, das einfach eine der absoluten Basiskurse für Kinesiologie und das kinesiologische Arbeiten.